Ein ungewöhnliches Gefährt rollte in Richtung Wittenberger Schlosskirche, kam dort zum Stehen und wurde sofort neugierig beäugt. Die Chu-Chu-Bahn, wie sie in vielen Touristenregionen unterwegs ist, gehört Jan Harnisch, seines Zeichens Kapitän der Wittenberger Passagierschifffahrt, der mit der Bahn einen langen Weg zurückgelegt hat und das mit nur 25 Kilometer pro Stunde. Losgefahren sind wir von Neubrandenburg. Die Bahn stammt aus Neubrandenburg. Ja, und da haben sie gekauft und hierher gebracht. Und wie gesagt, gestern losgefahren und heute angekommen. Mit seinen 3 Waggons soll das Gefährt zukünftig Wittenberg-Touristen ganz entspannt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt bringen. Zuvor soll aber noch einiges geschehen mit der 17 Jahre alten Bimmelbahn. Naja, Bimmelbahn, sagen wir mal Altstadtbahn. Ja? Auf alle Fälle wird sie im Winter erstmal schick gemacht, hergerichtet, umgespritzt. Also sie sieht nachher ganz anders aus, als sie jetzt aussieht. Und ja, und dann soll sie ab Ostern eigentlich hier in Wittenberg fahren, wenn wir alle Genehmigungsverfahren durch haben. Dann soll es dann hier losgehen. Mündliche Absprachen mit der Stadt gäbe es bereits und mit Mike Pickran hat Harnisch einen erfahrenen Partner an seiner Seite, der in Bahn an der Müritz und Plau am See ebenfalls kleine Bahnen betreibt. 54 Personen passen in die Wittenberger Altstadtbahn, deren Passagiere ab Ostern einiges erwartet. Eine angenehme Fahrt sicherlich durch unsere wunderschöne Stadt, schöne Eindrücke natürlich von unseren Sehenswürdigkeiten mit guter Erklärung, vielleicht auch zweisprachig oder dreisprachig und ja, und ein angenehmes Fahrgefährt, sage ich jetzt mal. Erste Anfragen von Touristen gab es gleich am Ankunftstag der Wittenberger Altstadtbahn. Bis zum nächsten Jahr werden die aber noch zu Fuß durch die Stadt gehen müssen.